dass sie dann unsere Zwangsarbeit oder das Problem oder was man unter, dass die Arbeit kommt. Also von den Menschen. Gibt es eine Angst und sind vielleicht wir Menschen gar nicht besonders, sondern nachbaubar? Ja, die Angst kann man immer wieder feststellen. Um eigentlich auf eines Thema hier zurückzukommen, oft ist die Angst hier ausgelöst durch das Humanoide in der Darstellung der Roboter, das halt nahe ist oder grenzwertig ist zu dem Außenverhalten von den Menschen, das wahrscheinlich schon evolutorisch angstauslösend ist. Da gibt es auch noch eine andere Art von Angst, die ich oft beobachte, die geschürt wird, das jetzt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, durch Kunst, ja? Also ich bin Kunstfreund, aber durch Filme zum Beispiel wird halt oft, wenn Szenarien dargestellt, die angstauslösend sind oder auch oftmals zu futuristisch sind. Wir stellen auf Technik vor, die in der Forschung immer eigentlich top ist, und die Leute sind enttäuscht oder auch verängstigt, weil sie eine falsche Vorstellung haben aus der Kultur und dem Film zum Beispiel. Also Ängste werden in der Werbung geschürt, ne? Jede Zahnpasta-Werbung und andere Geschichten arbeitet damit, dass unterschwellige Angst vor Parodontose oder anderen Dingen geschürt wird, und natürlich geht es um die Bedienung von Klischees und die Bedrohung des eigenen Lebens, die in Hollywood-Szenarien aufgebaut wird, ist natürlich einfach auch ein adäquates Mittel, eine maximale Aufmerksamkeit zu produzieren. Und Japaner haben vielleicht, die in unserer Generation sind, als Kind Astro Boy Comics gelesen oder sowas, die haben eine ganz andere Einstellung zu Robotik, die sehen es als der helfende Partner und nicht als der Terminator. Und das macht einfach einen wesentlichen Unterschied. Und dieser japanische Designprofessor Yamanaka-san, der sich dafür interessiert, wie geschmeidige, langsame, ästhetische Bewegungen entstehen können, obwohl die Materie hart ist, also sozusagen, wie kann etwas, was eigentlich überhaupt keine weichen Teile hat, also nicht Soft Robotics, sondern wirklich harte Strukturen, wie können die trotzdem runde oder biologisch anmutende Bewegungen machen. Der hat die kleine Variante des Semi-Roboters gesehen und hat sofort gesagt, da machen wir, das findet er sehr inspirierend, da macht er noch andere Variationen davon. Der hat nicht im Ansatz irgendwann nur gedacht, das ist bedrohlich. Ne? Also ich meine, gut, das ist ein abstraktes Modell, aber dass wir uns bedroht fühlen, wenn ein Terminator irgendwie schießen kann, also ich meine, wenn das so gestaltet ist, dass wir dafür Angst haben müssen, weil er uns bedrohen kann, dann ist das auch eine ganz natürliche Reaktion, also für mich ist das kein Rätsel. Aber ist die Angst, dass sich ein künstliches Wesen, ein von Menschen geschaffenes Wesen selbstständig macht, ist die völlig unbegründet? Ich frage das als Laie. Es ist, glaube ich, also meines Erachtens sind noch ein paar Sachen nicht wirklich konsequent in der großen breiten Masse durchdacht. Die große Krux, die ich immer sehe, ist, die Leute fordern, oder manche fordern, künstliche Intelligenz, Roboter, die Intelligenz begreifen, was wir von ihnen wollen und dann für uns dies oder jenes tun. Intelligenz funktioniert aber erst nur, indem sie langsam wächst und wie die Philosophen richtig gesagt haben, indem das mit eigenen Erfahrungen, die man mit seinem eigenen Körper gemacht hat, gekoppelt sind. Ich kann eben nicht verstehen, was bedeutet, dass ein Glas zerbricht, indem ich es mit der nachgucke, weil dann muss ich Glas nachgucken und Zerbrechen nachgucken und dann kommt es vom Ast zum Ästchen. Wenn ich aber auch so sehe, dass ich umstoße und es hat eine emotionale Konsequenz und mir wird geschimpft oder ich schneide mich, dann habe ich sofort erfahren, die ganzen Aspekte, die zu einem zerbrechenden Glas gehören. Und wenn jetzt Roboter oder andere Maschinen künstlich gebaut werden und dann intelligent werden, dann ist diese Intelligenz nie künstlich. Das ist eine natürliche Intelligenz, die auf einer künstlichen Maschine entsteht und die entsteht nach und nach. Und die braucht auch eine Ausbildung oder ein Wachsen, ein Rumspielen mit Materie. Und dann sind die Leute, die das soziale Umfeld dafür bieten, dafür verantwortlich. So wie Eltern für ihre Kinder haften, haften wir letztendlich für die Sachen, die irgendwann aus unseren Laboren springen. Und die werden nicht von heute auf morgen plötzlich, zack, jetzt
am nächsten Tag uns bedrohen, sondern die werden in kleinen Schritten uns bedrohen. Ja, also ich meine, natürlich ist es ein wesentlicher Faktor, wie auch bei den Pubertierenden, dass der sich gegen eine Autorität auflehnt, und das ist vom ersten Schritt an eine wichtige Funktion, seinen eigenen Willen zu haben, den durchzusetzen, auch das zu tun, was verboten ist. Die großen Szenarien entstehen immer dadurch, dass Roboter potenziell auch die Möglichkeit haben, sich über Netzwerke ganz schnell auszutauschen, so wie das die Borg sind bei den Star Trek Filmen. Aber letztendlich holen wir da, was unsere Technologien, die wir Menschen nutzen, angeht, holen wir da auch ordentlich auf. Also auch wir oder die Geheimdienstgeschichten, das ist dieselbe Sache. Ne? Das sind schnelle Informationsaustausch. Also da sind wir jetzt den Maschinen nicht mehr so hinterher. Rolf Pfeiffer. Also ich würde sagen, die Angst ist nicht ganz unberechtigt. Und zwar haben wir uns intensiv auch mit simulierter Evolution befasst. Nicht wir, gewissermaßen Menschen sind ja in einem evolutionären, Millionen von Jahren dauernden evolutionären Prozess entstanden, und da sind eben auch Machtgier und solche Dinge sind da entstanden, und wir haben uns also ausgiebig mit simulierter Evolution befasst, und es ist tatsächlich erstaunlich. Also manchmal waren wir total überrascht, was bei diesen Simulationen alles rausgekommen ist. Also sind Kreaturen entstanden, wo wir also einfach, uns ist der Kiefer runtergefallen, nicht, wir hätten nie gedacht. Und da diese Kreaturen, die haben sich selbst entwickelt, die haben selbst herausgefunden, wie sie sich am besten fortbewegen können, wie sie Objekte in der Umwelt manipulieren können und so weiter. Also, das heißt, das ist nicht völlig falsch. Ich meine, der Trost der ganzen Sache, was uns ein bisschen beruhigen kann, ist, das war in einer Computersimulation. Das war also, wir haben noch keine wachsenden Materialien in der realen Welt. Nicht, wenn wir jetzt die Bedrohung kommt ja nicht so sehr nur aus der Computersimulation, sondern die kommt dann, wenn wir etwas Physikalisches in der realen Welt haben. Jetzt ist es, und vor 10 Jahren, ich habe gesagt, ja, das ist ja absurd, aber jetzt gibt es, wir arbeiten jetzt viel mit Materialwissenschaftlern zusammen, und die arbeiten schon lange mit wachsenden Materialien. Das heißt, jetzt gibt es die Möglichkeit, auch wachsende Materialien zu haben. Also vielleicht könnte man jetzt auch anfangen, Evolution, künstliche Evolution mit realen Materialien zu machen oder das zu mixen mit einer Simulation, weil die Simulation ist dann viel schneller und da kann man ab und zu wieder mal ein reales Wesen da produzieren und schauen, ob es noch funktioniert und dann die Simulation weiter treiben. Also ich denke, so daneben sind diese Ängste nicht. Aber man kann in dem Sinne beruhigt sein, dass wir also in den nächsten 10, 20 Jahren nicht so etwas eigentlich erwarten können. Kann man auch beruhigt sein, weil man diese Wesen irgendwo immer den Stecker ziehen kann? Immer? Den Stecker ziehen kann. Ja, das mit dem, ich würde sagen, wenn das Laborexperimente sind, so wie das jetzt ist, kann man den Stecker ziehen. Aber sonst allgemein gilt das natürlich überhaupt nicht mehr. Ich meine, Sie haben jetzt, ich weiß nicht, als Journalistin, haben Sie nicht die Wahl, ob Sie einen Computer für Ihren Beruf benutzen wollen oder nicht. Wir alle haben das nicht. Wir sind gezwungen, diese Technologie zu benutzen. Und wir werden von den Computern gezwungen, sie am Laufen zu erhalten. Wir haben keine Wahl. Wir tun alles, damit die laufen. Das tun wir nicht freiwillig, weil wir das wollen, sondern weil wir von den Computern dazu gezwungen werden. Also wir müssen nicht auf Terminator und so warten, bis wir unterjocht werden von der Technologie. Wir sind es schon längst. Aber also diese Feinheit würde ich doch schon unterscheiden wollen. Das ist, du hast das raus, das ist schön zu illustrieren, aber es zwingen uns tatsächlich nicht die Computer, sondern wir uns selbst in unserer Dynamik. Und das ist wie bei komplexen Systemen so, das hat eine Eigendynamik, wo es eigentlich nicht mehr aufhaltbar ist. Aber es sind nicht die Computer. Also wenn die Philosophen jetzt sozusagen, wo ist der treibende Wille, dann kann man sagen, das ist einfach ein Wagen, der den Berg runterrollt, den kann man jetzt nicht mehr stoppen. Aber es ist nicht so, dass die Roboter oder die Computer ein Bewusstsein haben oder hätten oder sozusagen das machen. Das kann kommen, aber es ist nicht der Fall jetzt. Ne? Ja, woher wissen wir das? Also wir haben ja gerade im Vortrag vorhin gehört, dass wir gar nicht feststellen, ob eine andere Entität Bewusstsein hat oder nicht. Das ist die Other Minds Problem. Das können wir nicht lösen. Gut, hast du den Eindruck, dass es so ist? Hast du den Eindruck, dass es so ist, dass der Computer ein Bewusstsein hat?
Ja, es kommt darauf an, was man für eine Vorstellung von Bewusstsein hat. Ich glaube, der Grundfehler, und das war vielleicht auch ein Fehler in diesem Vortrag, ist, dass man das Bewusstsein als etwas lokalisiert, was hier drin ist. Nicht in moderneren Theorien wird das viel mehr in der sozialen Interaktion, also mit der Umwelt eigentlich lokalisiert. Und dann ist die Frage, ob das wirklich eine wie soll ich sagen, sinnvolle Vorstellung von Bewusstsein ist. Nur noch schnell zurück zu den Ängsten. Also mir geht es so, dass ich eigentlich die Angst vor dem Roboter, der mich dann irgendwann rumkommandiert, die ist also sehr leicht managebar. Die habe ich nicht. Ich habe Angst vor dem Menschen, was er mit der Technologie macht und was das für gesellschaftliche Auswirkungen haben kann. Ich habe mir das vor allem beim Vortrag von Herrn Rinner wieder überlegt. Also natürlich kann niemand dagegen sein, dass gute Hilfsmittel entwickelt werden für Leute, die irgendeine Form von Behinderung haben oder in einem Heilungsprozess sind. Aber es besteht ja auch immer die Gefahr, dass wir auch uns selber besser machen könnten. Also das Beispiel von Oscar Pistorius ist ja da toll. Und was heißt dann das? Heißt dann das für unsere Gesellschaft, dass einer, der behindert ist, selber schuld ist? Also ich habe viel mehr Angst vor solchen Auswirkungen, also vor den Menschen. Klar, die Ängste sind da und muss man respektieren. Aber ich sehe das als ganz normalen technik-evolutorischen Prozess. Es gibt neue Ideen, neue Geräte, man muss dafür sorgen, dass sie sinnvoll in der Gesellschaft eingeführt werden. Dafür gibt es Regulatorien, dafür gibt es Normen, Sicherheitsstandards, Ethik. Man muss das richtig anwenden in einer Gesellschaft wie bei uns. Und dann funktioniert das auch mit Robotik. Ist das eine Aufgabe der Ethik, Markus Christen und Ingrid Hoffmann? Ach, dass ich jetzt dran bin. Ja, natürlich kann man das so sehen, dass das eine Rolle der Ethik ist, obwohl die Ethik in dem Sinne, ich meine, weder irgendwie Macht noch Machtmittel hat, da quasi einzuwirken. Es gibt institutionalisierte Verfahren, wenn es darum geht, bestimmte Forschungsprojekte zu genehmigen und so weiter und so fort. Gut, das ist ein Weg. Die anderen, vielleicht größeren Geschichten, sind weitaus schwierig zu verstehen, weil wir, glaube ich, einfach wirklich nicht wissen, in welche Richtung sich das entwickelt. Und ich glaube auch nicht, wir die Möglichkeit haben, das wirklich zu verstehen. Es gibt sicher eine Ebene, die man sehr gern ausblendet in all diesen Debatten, ist nämlich, dass all diese hochtechnologisierten Systeme, die wir entwickeln, die sind an wahnsinnig viele Voraussetzungen gebunden. Das fängt davon an, dass wir Strom haben, dass wir die Materialien haben, die wir brauchen und. Ich meine, die Robustheit unseres Systems hinsichtlich dieser Aspekte ist ja bekanntlich durchaus fraglich. Oder? Also insofern, wenn da was passiert, sehe ich eher so etwas wie eine Abspaltungstendenz, dass wir vielleicht so etwas wie eine hochtechnisierte Elite haben, die Zugriff hat zu all diesen Randbedingungen, die nötig sind, dass man das tun kann, oder? Und dann eine große Menge von anderen Leuten, die diesen Zugriff nicht haben, schlicht deshalb, weil man sich zum Beispiel das gar nicht leisten kann, es ist viel zu teuer oder zu ressourcenintensiv. Und ob das dann wiederum ein nachhaltiges System ist, ja, das kann man dann bezweifeln. Aber ich weiß nicht, ob dann der Ethiker, der das vielleicht dann deklariert oder sieht, da. Ja, was soll ich sagen? Der Punkt ist, es gibt da nicht eine klare Stellschraube, oder, wo man sagt, okay, jetzt hören wir damit auf, weil das eben sehr diffus auf sehr vielen Ebenen passiert. Insofern habe ich eher das Gefühl, dass das wahrscheinlich an den physikalischen Randbedingungen unserer Welt, wird da uns quasi sagen können, jetzt hört es auf und nicht der Ethiker. Und es ist nicht auch so, dass die Philosophie oder die Ethik vor irgendwann einfach vor Tatsachen gestellt werden, das ist ja auch bei den Biotechnologien, ich denke jetzt an künstliche Befruchtung oder andere Sachen, so dass dann die ethische Diskussion viel später, wenn es schon da ist, erfolgt. Ja, ich glaube, irgendwie die Vorstellung, ja gut, zuerst machen die Leute das und dann kommen die Ethiker, ich denke, das ist auch zu einfach, weil erstens einmal viele dieser Fragen, die ja die Technik lösen will, die waren ja vorher schon da und waren auch vorher vom Gegenstand von
Debatten. Also wenn man jetzt irgendwie das Beispiel nimmt, ja, also wie das Wort Roboter auf ein paar Zwangsarbeiter, oder? Also die Idee, quasi, das sind dann unsere Zwangsarbeiter, aber das Problem, oder, was man damit verbunden hat, dass die Arbeitswelt auf eine bestimmte Art strukturiert wird, dass man Zwangsarbeit braucht, die war da, die war ethisch, wurde ethisch schon vordebattiert. Insofern sind viele dieser ethischen Debatten nicht irgendwie quasi, also die Ethik hat nicht die Rolle, ja, dass jetzt was passiert und jetzt muss man ganz neu darüber nachdenken, was da los war, weil all diese Entwicklungen haben ihre Geschichten. Und in dieser Geschichte war jetzt die ethischen, moralischen Fragestellungen immer auch Teil. Also da, insofern denke ich, das Bild, oder, dass da der Roboter macht, der Robotiker macht da was und dann muss dann der Ethiker nachher kommen und schauen, ja, wie bauen wir das ein in die Gesellschaft, funktioniert zwar sowieso nicht, weil die Fragestellungen, die ja dazu führen, dass man der Robotiker denkt, okay, jetzt bauen wir das, die hat ihre Geschichte. Und, das geht Hand in Hand. Also ich erinnere mich jetzt an die Vorträge und ich erinnere mich an unsere Arbeit und wir sprechen über Ängste und ich versuche dieses Bild einfach wieder zurückzuholen, wo wir eigentlich sind. Natürlich sind wir, also was meine persönliche Angst ist, ist so diese Mischung IT und Biologie und so weiter. Also wo ich denke, irgendjemand kann einen Computer in meinen Körper befördern und ich kriege das nicht mit zum Beispiel. Aber konkret war die Erfahrung jetzt in dieser Arbeit, und das war so wahnsinnig spannend, erstens mal, was ist eigentlich Intelligenz? Ist Intelligenz sozusagen ein beinhaltet das Lernen? Da habe ich jetzt extrem viel gelernt und ich habe vor allem auch gelernt, wie komplex der Mensch ist und wie wenig weit, wenn ich das sagen darf, eigentlich wir sind oder auch diese Roboter sind, mit denen wir gearbeitet haben, und zwar mit wenig, das meine ich überhaupt nicht, also wie wenig weit wir sind, genau zu wissen, wie die Abläufe funktionieren und wie man sozusagen künstlich ein lernendes System herstellen kann, mit was für einem Aufwand das verbunden ist, das habe ich jetzt erlebt und ich finde eigentlich, das ist ein wichtiger Punkt in der ganzen Diskussion, weil wir reden ganz viel auch über die Ängste mit Forschung. Also ich bin natürlich hier im künstlerischen Bereich. Ich bin ja Laie in all diesen Bereichen. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen, habe jetzt einen gewissen Einblick. Und das möchte ich hier auch gesagt haben bei all diesen Ängsten. Und den zweiten Gedanken habe ich jetzt gerade vergessen. Dann würde ich sagen, dann öffnen wir mal ins Publikum. Haben Sie Fragen an die Referenten und die Podiumsteilnehmer und die Künstlerinnen und Roboterforscher? Bitte die Hand schnell aufstrecken, damit ihr das Mikrofon bringen könnt. Ja, ich möchte den Herrn fragen, der neben dir sitzt. Also ich war schon etwas erstaunt über Ihre Roboter, die irgendwann mal gegen pflegende Hände entwickeln können und streicheln können. Und da dachte ich, warum jetzt ausgerechnet noch den Niedriglohnsektor auslöschen? Ich würde begreifen, wenn der CEO eines Pharmakonzerns ersetzt würde, könnten wir einen Haufen Geld sparen. Aber wieso ausgerechnet das? Und dazu muss man wissen, dass wir in nächster Zeit immer mehr Menschen auf der Welt sind. Das heißt, pflegen können die Menschen selber immer noch am besten, aber Sie haben es richtig gesagt, zum Glück sind wir noch am Anfang und für mich sind das die Werke noch einiger Spinner, ganz persönlich. Und ich bin froh, dass es nicht noch weiter gedeiht. Mir fehlt das vernetzte Denken. Das Beispiel auch, das Sie gebracht haben mit den Kampfrobotern. Sie haben gesagt, der müsste programmiert werden. Aber sobald ein Satellit den SAO durchfliegt, ist er nachher unprogrammiert und gehorcht den Feinden nachher, also ist eine Sackgasse in diesem Sinne. Aber jetzt vielleicht Ihr Beispiel. Es gibt mehr Menschen, ja. Es gibt vor allem viel mehr ältere Menschen bei uns in der Slimwelt, die von Krankheit geprägt sind. Von neurologischen Krankheiten, Schlaganfall zum Beispiel. Vor 30 Jahren hat man Schlaganfallpatienten liegen lassen und sterben lassen.
Heute weiß man, dass die Schlaganfallpatienten nicht nur eine intensive Therapie brauchen, sondern auch eine Pflege von Menschen möglichst. Aber die Menschen gibt es nicht, die jungen Menschen, die in der Pflege helfen. Die Leute werden immer noch liegen gelassen und viel zu wenig therapiert. Und die Leute sind froh, dass es Hilfsmittel gibt, technische Hilfsmittel wie Roboter, damit die Menschen besser gepflegt werden können. Ich finde es nicht gut, solche Projekte, wo es darum geht, Probleme an Menschen zu lösen, als Spinnerei zu vertun. Herr Pfeiffer? Ja, wenn ich da auch etwas dazu sagen darf, es gibt einen Trend in der Robotik, speziell in diesen auch Medizinbereichen, aber auch im Fabrikationsbereich, in Fabriken, dass man nicht so sehr jetzt versucht, autonome Roboter zu entwickeln, sondern dass man auf Mensch-Roboter-Kooperation schaut. Und in der Pflege, nicht, da habe ich gerade vorhin mit ein paar Pflegepersonen geredet, die haben gesagt, wir haben riesige Probleme mit dem Rücken. Oder wenn wir also das sagen die schweren Arbeiten dem Roboter überlassen kann und dort, was wirklich Menschen braucht, dann das dort Menschen einsetzt, glaube ich, das ist ein sehr schönes Beispiel, wo Roboter sehr nützlich sein können und das Pflegepersonal unterstützen können. Das ist das eine. Das zweite, das ist auch so eine Angstvision, nicht, dass wir, also wenn wir jetzt wieder zu den Ängsten gehen, dass wir uns dann von Robotern pflegen lassen müssen. Nicht? Jetzt, nicht in der Schweiz viele fahren da Ski und da weiß man, dass man sich gerne das Knie kaputt macht. Und da können sie vielleicht eine Weile nicht mehr die Treppe raufgehen, weil das Knie kaputt ist. Würden Sie jetzt lieber einen Aufzug nehmen, einen Lift nehmen, oder würden Sie sich lieber von einer Person die Treppe rauftragen lassen? Ja, dann nehmen Sie natürlich den Lift. Das heißt, Sie unterstützen Ihre defizienten physiologischen Funktionen mit Technologie. Und das ist der pragmatische Ansatz. Wenn Sie einen Japaner fragen, wo das ja weiterentwickelt ist, dann sagen Sie, es geht darum, den älteren Menschen möglichst lange, möglichst viel Autonomie zu geben. Sind weitere Fragen oder Kommentare? Also medizinischen Nutzen würde ich absolut nicht absprechen, klar. Aber ich habe mal eine Frage. Wie weit haben Sie Angst davor, dass Ihr Wissen, Ihre Forschung heute schon ausgenutzt werden kann, von Dritten ausgenutzt werden kann? Ich spreche mal ganz kurz auf ein Beispiel an, wenn ich mir auf YouTube von Boston Dynamics diesen Cheater ansehe. Also so ein Laufroboter, der das schon 92 km/h auf dem Laufband machen kann, dann ist der aus sich ja auch sehr schön in der Waffe, allein aufgrund der Geschwindigkeit. Also wie weit machen Sie sich da eigentlich Gedanken drüber? Haben Sie Angst davor? Das Atombombe wurde, Marie Curie wurde von schon angesprochen. Muss ja nicht mal eine Atombombe sein, die mal zu schaden führt. An wen richten Sie die Frage? An die Roboterforscher? Ja, ich habe heute noch nicht Angst, weil wie gesagt, die Technik, die in den Medien oder in der Gesellschaft präsent ist, zu sehr Hollywood beeinflusst ist. Und das tatsächlich, wie Sie auch schon gesagt haben, darf enormen Aufwand. Ja, aber auch die Forschung, die es gibt, die wird häufig auch verkauft als toll, wow, das funktioniert gut. Aber dass dahinter dann ein Ingenieursteam steht mit 10 Leuten, damit so ein Film gemacht werden kann, weiß dann auch keiner mehr. Also die Technik ist noch nicht so weit, wie die Leute glauben, aber das entschuldigt natürlich nicht die Ängste. Das wird irgendwann so weit sein, dass die Technik weiter sein wird und dann wird man bestimmte Sachen zügeln müssen. Ja. Ist aber, denke ich, auch in der Vergangenheit schon wahr. Siehe Automobilverkehr, Sicherheit auf der Straße, Todesfälle, Industrie, die Dampfverkehrsländer, das ist explodiert vor 200 Jahren, es sind Dutzende von Leuten umgekommen. Ja, das ist das gleiche Problem, das hat man im Griff bekommen. Also, ich glaube, prinzipiell gilt für viele Dinge, dass die immer zwei Seiten haben. Und der Missbrauch und ein Segen einer Technologie auf der anderen Seite vielleicht, oder es muss nicht mal Technologie sein, es liegt einfach in der Hand der Gesellschaft, damit umzugehen. Und man könnte natürlich jetzt, vielleicht schlagen Sie das vor, sagen, okay, man macht prinzipiell keine Forschung mehr, man bleibt dabei, man könnte auch Infrastruktur abbauen, wieder zurück in die Parzellen. Stellenweise glaube ich, dass nationalistische Bewegungen vielleicht eine Kompensation dessen sind, dass wir einfach überfordert sind mit der rasanten Entwicklung und uns dann wieder zurückziehen, lieber lokal sein wollen. Also es gibt da bestimmt auch
psychosoziale Gegenbewegungen. Aber prinzipiell für mich selber sehe ich auf jeden Fall, dass viele technologische Entwicklungen, auch Dinge, an denen ich selber arbeite, missbraucht werden können. Und persönlich habe ich Angst oder Respekt oder gucke das sehr zweifelhaft an, einerseits die Sache mit den Drohnen und andererseits die Sache mit den Google Glasses, weil ich persönlich unterscheide immer zwischen Dingen, die in meinem Persönlichkeitskegel, in einem Nahbereich sind, und Dinge, die Fernlenkwaffen sind oder Sachen, die quasi sehr einseitig sind. Das gilt natürlich genauso für Tiere, ne? Also wenn ich einem Geparden gegenüberstehe, dann habe ich da aus offensichtlichem Grund einen riesen Respekt. Aber wenn es sich um einen anderen, jetzt nicht gerade einen halbwüchsigen, sondern einen vernunftbegabten Menschen meiner Größe handelt, sage ich, gut, dem kann ich freundschaftlich begegnen und hoffen, dass das auf gleicher Ebene ist. Und wenn man versucht, Technologie so einzuordnen, dann sieht man, dass die Sachen, die eben sehr bedrohlich sein können, Angst hervorrufen, wenn man denkt, okay, wenn sich jemand dieser Technologie bemächtigt und es einsetzt, dann hat es Dimensionen. Aber ich persönlich finde, man muss einfach viel mehr und auch von früh Leute schulen, und es ist eine soziale Aufgabe, diese Verantwortung Kindern beizubringen und es sozusagen zu propagieren und nicht einfach die Forschung sein zu lassen. Wenn ich noch einen ganz anderen Gedanken reinbringen darf. Was ich heute gelernt habe in dem Vortrag von Rolf Pfeiffer, weil ich immer wieder auch fasziniert bin von der Parallelität, vom Schauspielhandwerk. Einfach Schauspielhandwerk und Robotik. Jeder Schauspieler ist in einer gewissen Weise ein Robotiker und ein Roboter gleichzeitig. Er steuert sich nämlich selber und versucht mit mentaler Arbeit sozusagen authentische Reflexe und authentische Gefühle zu produzieren. Und heute in dem Vortrag, und das finde ich auch, fand ich in der ganzen Arbeit so spannend, dass sozusagen diese Forschung, die für den Laien extrem, ich sage es mal, das wirkt, wenn ich das sagen darf, sehr rudimentär, wenn man von außen kommt, wie jetzt diese Muskeln und diese Muskeln. Natürlich kommen wir mit anderen Fragestellungen, aber einfach als Gegensatz zu dem ganzen Angstding und den YouTube-Filmen, die wir natürlich auch gesehen haben, dann fasziniert mich sozusagen dieses Prinzip vom Nachbauen, um zu verstehen, oder auch von dem Semni, der Semni, wie der sich Intelligenz oder wie der sich sozusagen ein Bewusstsein über sich selber aneignet, das interessiert mich als Spiegel für das Verständnis von uns selber. Und jetzt, um zu dem Punkt zurückzukommen, sozusagen, dass man, bevor ein Impuls bewusst wird, sieht man die Hirnaktivität schon. Das war das Beispiel. Und das ist eigentlich, sage ich mal, jeder Schauspieler weiß es, dass ein Impuls kommt und der war schon da und der muss ihn realisieren, um ihn dann in seinem Spiel aufzunehmen. Stimmt das, Schauspieler hier? Also sozusagen diese Parallelität, und da finde ich, diese Robotik, die gibt auch einen Spiegel für das eigene Verständnis und auch für das eigene Verständnis in dem Beruf. Dort hinten ist noch eine Frage. Ich arbeite nicht als Schauspieler, sondern als Beleuchter im Theater. Und die Frage des Impulses kann ich insofern aufnehmen, dass ich, wenn ich teilweise Lichtwechsel auf Aktionen der Schauspieler koordinieren muss, dass ich dann schon auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich den Impuls wahrnehme, bevor er wirklich auf der Bühne sichtbar ist, wenn wirklich eine Verbindung mit dem Schauspieler oder der Schauspielerin da ist. Dazu möchte ich noch etwas sagen, dass es noch weitere erstaunliche Sachen für uns zu entdecken gab, nämlich gewisse Texte aus der Robotik lesen sich sehr ähnlich wie ein Buch über Yoga. Deshalb? Ja, diese ganzen Prinzipien von Contract and Release, also so Lebensprinzipien,
Das fand ich sehr erstaunlich und interessant. Und das war natürlich auch immer wieder ein Punkt, auf den wir zurückgekommen sind in der Arbeit. Dass diese Dinge, die vielleicht auch nach diesen Prinzipien funktionieren wie wir, aber eben doch anders sind, und dass dieses Geheimnis von diesem Funken, was eben, oder Bewusstsein oder wie immer wir das nennen wollen, dass dieses Geheimnis stehen bleibt, auch wenn vielleicht eines fernen Tages diese Roboter gleich aussehen wie wir und das Gleiche tun können, glaube ich nicht, dass sie das Gleiche sein werden wie wir. Und also was wird anders sein, das können vielleicht die Roboterforscher sagen. Ich habe in einer Pause nach einem Vortrag von Imre Hoffmann mit jemandem diskutiert darüber, ob Roboter je Gefühle empfinden können. Also sie haben das auch ein bisschen mit der Eigenwahrnehmung, wenn ich das richtig verstanden habe, festgemacht. Selbstbewusstsein heißt, dass ich den Schmerz spüre und nicht jemand anders, dass ich die Verliebtheit spüre und nicht jemand anders. Wird das ein Roboter je können? Also die Japaner an der Waseda University in Tokio haben vor einigen Jahren einen Roboter gebaut, und die haben, nicht wir wissen ja, dass Emotionen sehr stark mit unserer Physiologie gekoppelt sind, nicht mit dem hormonalen System, mit unserer Sensorik und so weiter. Und die haben dann gesagt, okay, wir wissen natürlich, wenn wir jetzt einen Roboter bauen, dass der anders gebaut ist. Also wenn der Roboter jetzt sinnvoll, wenn wir sinnvollerweise sagen wollen, der Roboter hat Gefühle, wären das sicher Gefühle anderer Art, aber sie sind in dem Sinne ähnlich. Sie haben dann mal zum Beispiel gesagt, ja, ich habe so etwas wie Blutzuckerpegel. Nicht, wenn der Blutzuckerpegel zu stark runtergeht, dann werden wir nervös und müssen uns so irgendwie um Nahrung kümmern. Da hat er gesagt, das ist, wenn die Batterie vom Roboter zu stark runtergeht, dann wird er auch nervös und wird nicht mehr, wenn Sie ihm jetzt sagen, du musst jetzt noch mir ein Bier im Kühlschrank holen, wird er sagen, nein, ich muss zuerst meine Batterie aufladen. Ich kann das jetzt nicht machen, oder? Das heißt, das ist direkt gekoppelt an die Physiologie, wenn man so will, die Batterie, die Physiologie des Roboters. Da gibt es die Betriebstemperatur. Wenn die Betriebstemperatur zu stark ansteigt und der Roboter tut nichts dagegen, dann brennt ihm ein Board aus und dann merkt er vielleicht, dass er den Arm nicht mehr bewegen kann, weil das Board ausgebrannt ist. Das heißt, er muss lernen, dass er, wenn die Betriebstemperatur steigt, etwas tun muss, langsamer sich bewegen, einen Ventilator einschalten oder was auch immer. Das gehört auch zur Physiologie, führt auch zu, in Anführungsstrichen, emotionalen Zuständen. Dann, wenn das kreischt, beispielsweise beim Bewegen, dann ist der Schmierungszustand der Gelenke schlecht, dann könnte man das mit Schmerz in Beziehung setzen. Also man hat so etwas wie, wie soll ich sagen, Roboterphysiologie und könnte so dann, finde ich, durchaus sinnvollerweise von Roboteremotionen sprechen. Aber es müsste, wie gesagt, an etwas anderes gebunden sein als nur die Informationsverarbeitung in einem Prozessor. Aber trotz dieser Analogie bleibt doch der Roboter ein Modell des Menschen. Da kann ich, ich würde da gerne noch ergänzen, das ist alles hochkorrekt. Und wenn man sich jetzt fragt, was ist denn, also was für einen Sinn und Zweck haben Emotionen und was ist das Besondere an den Emotionen? Es ist so, die Emotionen, also sind wichtige Regelungssysteme in besonderen Situationen. Also wir haben das Flight-Fight-System, Purpose Circuit, wenn wir irgendwie in eine kritische Situation kommen, dann denken wir nicht bewusst drüber nach, dann gibt es neuronale Strukturen, die sagen so, jetzt wegrennen oder angreifen, und dann wird mit ganz anderen Systemen diese Entscheidung getroffen. Das wird uns dann bewusst, wenn wir das machen, aber sehr viel wird da nicht bewusst, also wird kein komplexer Prozess angeschmissen, es geht ratzfatz. Und dann werden Botenstoffe ins Blut ausgeschüttet, die ganz schnell überall sind, und dann verändert sich der komplette Körper. Also, wir haben zum Beispiel einen Tunnelblick, das heißt, die visuelle Wahrnehmung wird anders. Der Körper und die Muskeln werden vorbereitet, jetzt ganz schnell zuzuschlagen oder wegzurennen, das heißt, es gibt Bereitschaftssignale für die ganze Physiologie im Körper, verändert sich schlagartig.
das ist erstmal soweit parallel zu dem, was du gesagt hast. Das Besondere bei uns ist jetzt, dass wir natürlich merken, was mit unserem Körper passiert. Es war bei deinem Vortrag die Frage nach Haptik, also das über der Überbegriff Propriozeption. Das heißt, wir können auch, das sind jetzt keine haptischen Signale, aber wenn wir spüren, dass wir Hunger haben oder dass ein Gelenk gestresst ist oder dass der Muskel überdehnt ist, dann sind das Informationen, die wir auch bewusst wahrnehmen. Und jetzt, wenn wir jetzt eine Emotion haben, die unbewusst erstmal ausgeschüttet wird aufgrund von einer bestimmten Situation, wenn ich eine Schlange sehe oder auch beim Verliebtsein, und dann passiert irgendwas, der Herzschlag und die ganzen physiologischen Dinge verändern sich, und das wiederum nehme ich wahr, das nehme ich bewusst wahr und sage, was passiert denn mit mir? Und das habe ich gar nicht im Griff, weil das irgendeine Hypophyse hat was ausgeschüttet. Und diese Erfahrung ist das Besondere an den Emotionen, dass ich sage, da passiert gerade was mit meinem Körper und natürlich bin ich das selber, aber ich habe mich gar nicht bewusst entschieden, jetzt verliebt zu sein oder wegzurennen. Da waren andere Gehirnregionen, die das für mich ganz schnell gemacht haben. Und das ist eine Qualität, die bei Emotionen ganz besonders ist. Ich kann nicht wirklich meine Emotionen, ich bin auch kein Schauspieler, aber so in der Regel kann man die nicht wirklich selber steuern. Und man kann sie, aber man beobachtet sie auf jeden Fall, und dieses, oh, jetzt passiert was mit mir, und dann kommt die ganze Belletristik und Erfahrung, dann kommt ein Riesenschatz von Erfahrung, der sagt, ach, schon wieder verliebt, und ne, also da spult sich etwas ab und eine Riesenkette von Reaktionen kommt. Das ist das Besondere an dem Gefühl, ne, dass es nicht nur eine Ausschüttung ist, sondern dann passiert noch mehr. Also dann ist es eigentlich das Selbstbewusstsein, Imre Hoffmann. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es da schon ums Bewusstsein oder ums Selbstbewusstsein ging, aber tatsächlich hätte ich jetzt da, vor allem bei dem, was Herr Pfeiffer ausgeführt hat, doch noch ergänzt, dass es dabei um einen metaphorischen Gebrauch des Begriffs von Fühlen ginge, sowohl wenn wir die menschlichen, also physiologischen Zustände beschreiben, wie auch dann diejenigen beim Roboter, weil das der eigentliche Gebrauch des Fühlens ist zunächst einmal, dass ich diese Gefühle habe. Und was wir dann tun ist, und das machen wir jetzt wahrscheinlich schon über 100 Jahre in der Wissenschaft, ist, dass wir lernen, wir können physiologische Zustände mit psychischen Zuständen quasi in Analogie oder in Korrelation setzen und gewissermaßen wir kodieren, haben wie so ein Wörterbuch, wo wir wissen, ah okay, das, was irgendwie Schmerz fühlen heißt, das lässt sich in physiologische Sprache übersetzen mit beispielsweise eben C-Fasern sind irgendwie da beschäftigt. Und das sind aber letztlich eigentlich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und mein Punkt wäre der, dass wenn ich dann von Fühlen oder ähnlichen mentalen, psychischen Zuständen spreche und dabei aber eigentlich eine physiologische Beschreibung verwende, dass es ein metaphorischer Gebrauch dieser Begriffe ist und dass das, was ich eigentlich damit meine, damit nicht erfasst wird und deswegen ich eigentlich auch nichts darüber sagen kann, ob jetzt diese Roboter, die emotional programmiert oder entwickelt werden, ob die Gefühle haben oder nicht. Sie haben eine ähnliche physiologische Funktionsweise. Da würde ich, dem könnte ich folgen, dass das auch in Analogie zu dem, was bei uns den Gefühlen entspricht, dass das ähnlich konzipiert wird. Aber mein Punkt, und ich glaube, da stehe ich hier so ein bisschen alleine da, ist derjenige, dass Fühlen etwas ist, was man nur tut, wenn man Bewusstsein hat. Und ein Körper ist nicht das, was Bewusstsein hat. Also, ja, okay, kommt jetzt darauf an, wie man das verwendet, aber der Körper selber ist nicht das, was bewusst ist, sondern das Bewusstsein ist das, was bewusst ist. Ich hoffe, das klar wurde. Alles zusammen. Markus Christen wollte ich fragen, wie sehen Sie das? Können Maschinen fühlen? Oder werden sie es einmal können? Oder ist das etwas wirklich Menschenspezifisches? Also ich denke, man kann unsere Physiologie, die Emotionen nachbilden. Das denke ich, das kann man sicher. Wenn ich glauben will, dass eine Maschine fühlt, dann denke ich, muss ich
sehr viel Wissen darüber haben, wie genau das darin passiert, dass ich das glauben kann. Also ich muss anders sagen, ich glaube, du fühlst etwas, weil ich einfach denke, du bist ein Mensch und irgendwie, ich bin auch ein Mensch und ich weiß irgendwie natürlich sehr kompliziert, wie das alles funktioniert, aber die Analogie ist mit Begriffen gefüllt. Jetzt hat es ein System, das ganz anders aufgebaut ist, wahrscheinlich auch wahnsinnig viele komplexe Dinge macht. Mich davon zu überzeugen, dass das Innenleben da ist, ist wahrscheinlich, hat eine hohe psychologische Hürde, vermutlich. Das hängt wahrscheinlich von vielen anderen Dingen auch ab. Ich sage nicht, dass man die einmal nicht mehr überwinden kann, aber soweit wir die Systeme jetzt bauen, glaube ich sofort, dass wir ihnen eben Dinge einbauen können, bei denen wir eine Analogie machen können zu dem, was wir haben, wenn wir Hunger haben oder wenn wir Angst haben und so weiter. Zu glauben, dass innerhalb des Systems etwas da ist, das von sich aus denkt, ich habe jetzt Angst, ist wahrscheinlich bis auf Weiteres, würde ich mal vermuten, uns schwer zu vermitteln. Ja. Ich würde gerne zur Schlussrunde kommen, es ist schon fast 6:30. In der letzten Runde möchte ich Sie fragen, alle zusammen, also der Reihe nach, was haben Sie bei der Auseinandersetzung mit Robotern, mit künstlichen Wesen über den Menschen gelernt? Wie hat sich Ihr Bild verändert? Auch Sie als Künstlerin jetzt mit der Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern und Sie beide. Und Sie möchte ich noch speziell fragen, was haben Sie jetzt mit der Zusammenarbeit mit dem Theater mitgenommen? Also die Auseinandersetzung mit der Kunst und Wissenschaft, was haben Sie daraus entnommen oder auch früher aus der Kunst und der Wissenschaft? Ja, also jetzt spezifisch zur Frage Kunst, also was haben wir gewissermaßen in der Arbeit mit Künstlern gelernt über die Wissenschaft? Ich war jetzt nicht wahnsinnig involviert in diesem Theater, aber wir haben seit etwa 15 Jahren immer Künstler in unserem Forschungslabor gehabt. Es gibt auch ein Programm, das von der Kommission für Technologie und Innovation unterstützt wurde. Das heißt Artists in Lab, ich glaube, Robert, du warst auch daran beteiligt, oder? Und so haben wir also immer über die letzten 15 Jahre Künstler bei uns gehabt. Und das war immer eine spannende Diskussion, oder? Das sind häufig so ein bisschen schräge Figuren. Und das ist sicher spannend, gibt ein bisschen Farbe in den Alltag. Das Zweite ist aber, Künstler, ich habe von denen viel gelernt, und zwar Künstler, die haben bei uns natürlich dann auch Roboter gebaut. Und die Künstler haben ja kein Geld. Oder? Und das heißt, sie müssen, wenn sie etwas machen wollen, nicht etwas Kreatives, müssen sie vielleicht ganz andere Wege gehen als Leute, die einfach Geld haben. Nicht? Sonst, ich kann beispielsweise, wenn ich jetzt gehe, oder Robert, ich weiß, er hat viel Geld in seinem Forschungslabor, er kann einfach zu einer Firma gehen und sagen, macht das für mich. Oder? Und da werden die ihm etwas Gutes, Teures, Zuverlässiges liefern. Ein Künstler kann das nicht, der hat dieses Geld nicht. Der muss sich dann effektiv etwas einfallen lassen. Und ich habe häufig gestaunt, mit was für Ideen, wie einfach die beispielsweise ein Problem gelöst haben, wo wir als, sagen wir, mehr traditionelle Wissenschaftler nicht draufgekommen wären. Das war für mich schon immer eigentlich eine spannende Geschichte. Die zweite Frage noch, was haben Sie über den Menschen gelernt, ja, durch das Bauen von Robotern? Also, eigentlich ganz, ganz viele Dinge. Also ich könnte jetzt 2 Stunden darüber reden. Eine Sache, die ich sicher gelernt habe, wir verwenden ja diese Methodik, also synthetische Methodik, Verstehen durch Nachbauen, Learning by Building. Und da ist es, ich glaube, Miriam hat das auch ein paar Mal jetzt angesagt, da sieht man, wie man jetzt versucht, seinen Roboter bauen, auch der Roboi, nicht? Der ist ja sicher ein raffinierter Roboter und ich weiß nicht was auch. Aber wenn man das vergleicht mit einem Menschen, oder dann ist das, dann gewinnt man immer mehr Respekt vor der biologischen Evolution. Also ich glaube, das geht uns allen so. Je länger wir mit diesen Systemen arbeiten, je mehr wir Fortschritt machen, je mehr wir lernen, desto mehr Respekt kriegen wir, oder? Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Ansicht. Manfred Hild. Okay, also wenn ich dein Kriterium anlege, dann sind in meinem Labor auch nur Künstler beschäftigt. Und wahrscheinlich ist es auch der Grund, warum man mit so trivialen
Regelschleifen da hantieren, die aber alles andere als ideales Verhalten produzieren. Was ich vor allen Dingen gelernt habe oder was mir, also ich muss zunächst mal an der Stelle wirklich sagen, ich bin ein Neigungsforscher, also ich sozusagen, wenn man mir alles entziehen würde, würde ich trotzdem mich damit weiter beschäftigen. Und zwei Dinge. Erstens, wir schätzen, wir können gar nicht genug schätzen, was wir alles für wahnsinnige Leistungen alltäglich machen, aufstehen, Zähne putzen. Das ist die wirklich intelligenten Dinge, die Körperbeherrschung, die ist uns allen so selbstverständlich, muss sie natürlich sein, damit wir mit den anderen Dingen uns auseinandersetzen können, aber das sind die wirklich harten Nüsse, die völlig unzureichend geklärt sind. Das ist das erste Mal. Oder? Also das ist auch sehr schwierig in der Kommunikation und das ist auch, da hilft eine Zusammenarbeit mit Künstlern, das zu illustrieren und das erfahrbar zu machen, dass Dinge, die für uns völlig selbstverständlich sind, zu sitzen, zu stehen, aufzustehen aus dem Stuhl, also da kann man zwei Doktoranden 3 Jahre lang beschäftigen, ja? Und dann hat der eine Variante vielleicht und es gibt 20 andere. Ja? Also das ist ganz wichtig. Und das Zweite ist, ist eine methodische Geschichte. Wissenschaftler arbeiten eigentlich grundsätzlich nach dem Prinzip, Teillösungen und Teilprobleme zu haben. Und gerade Informatiker haben Unterprogramme und so weiter und so fort. Und Leben und Intelligenz funktioniert einfach nicht so. Punkt. Also wir haben es bei biologischen Organismen mit System zu tun, wo das eine das andere beeinflusst und so weiter und das entzieht sich größtenteils der immer noch vorherrschenden Methodik. Und da ist ein radikales Umdenken gefordert und das braucht jeden Tag ein immenses Maß an Disziplin, nicht für das System die Lösung vorzugeben, das ist nämlich einfach, was Ingenieure machen, sagen, so könnte es gehen und dann wird so ein System einfach nur genau das machen. Ein Schachroboter, der spielt mit ihnen nicht Halma. Und ein Roboter, den wir eine Laufpattern einprogrammiert haben, der wird nie hüpfen. Und es ist nicht nur mit Lernverfahren getan, sondern diese Prinzipien müssen flexibel und robust sein, sodass die auch mal ungefähr bei einer anderen Aufgabe eingesetzt werden und trotzdem funktionieren. Also das ist methodisch jeden Tag eine Herausforderung, nicht Lösungen vorzugeben, sondern fragen, wie kann ich ein System befähigen, sich selbst zu helfen. Kunst und Robotik finde ich ganz wichtig. Wir sind geprägt durch eine humanistische Weltanschauung und da ist die Balance ganz wichtig zwischen Kunst, Philosophie und Wissenschaft. Und die Kunst hat eine super Möglichkeit, Wissenschaft zu vermitteln in die Gesellschaft. Das ist das eine. Und was dann noch dazu kommt, ist, die Kunst hat auch noch das Tolle, dass sie es ästhetisch macht. So ein Roboter muss ja nicht schön sein, oder muss ja nicht mit Humorit sein, aber wir schaffen es dank der Kunst, Ästhetik in die Forschungswelt reinzubringen. Und vielleicht noch, was Sie über den Menschen gelernt haben mit Ihren Therapierobotern? Das ist eher eine technische Antwort. Also wir bauen Therapieroboter, die zum Beispiel einen Einblick geschaffen in die Funktionsweise des Menschen. Beispielsweise Roboter, die im Kernspintomographen funktionieren. Oder Roboter, die ein bestimmtes Bewegungsverhalten erzeugen können. Und das uns dann hilft zu verstehen, wie Bewegung erzeugt wird beim Menschen. Dank der Robotik. Nein, zuerst die Philosophie, ja. Imre Hoffmann, was haben Sie gelernt in der Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz oder Robotik über den Menschen? Mein Eindruck ist, dass sich der Mensch oder die Anthropologie so in einer ständigen Defensive findet, so dass man immer das Gefühl hat, ja, das hier ist irgendwie so das wesentliche Merkmal, was den Menschen ausmacht und dann kommt da eben die künstliche Intelligenz und sagt, ah guck, das können wir auch. Und dass damit immer mehr so, also dieses Alleinstellungsmerkmal des Menschen irgendwie wegzufahren scheint. Ich habe mit dem Bewusstsein habe ich versucht, so ein letztes und meines Erachtens ziemlich starkes
Kriterium heute vorzustellen. Mich hat ein bisschen erstaunt jetzt, wie die Robotiker sich hier quasi das eigene Potenzial so klein geredet haben und auch den eigenen den aktuellen Standpunkt, wo sie sich befinden, weil ich das Gefühl habe, gegenwärtig befindet sich diese Entwicklung tatsächlich an einer Stelle, wo ganz viel Neues passiert, also wo eben diese Maschinen Richtung Autonomie gehen, Richtung Lernen, Richtung unter Umständen auch Richtung Evolution oder eben nicht nur Evolution, sondern wirklich sich selbst mehr oder weniger bewusst weiterentwickeln können. Und das sind meines Erachtens, also das sind Dinge, wo es tatsächlich wirklich um die Substanz dessen geht, was Menschsein ausmacht, auch so etwas wie Kreativität, die Kunst dann ins Spiel kommt. Vielleicht gibt es dann tatsächlich irgendwann mal noch Künstler, also Roboter, die Künstler sind, aber das ist nur so am Rande. Für mich ist das, also habe ich das Gefühl, sind wir jetzt tatsächlich da mittlerweile an einem Punkt, wo es extrem spannend wird, wo aber zugleich sich für mich eben dieses Potenzial auch auftut, wo ich das Gefühl habe, das könnte sich jetzt auch irgendwann mal verselbstständigen. Vielleicht noch nicht die Exemplare, die wir hier haben, aber dass sich, also Herr Pfeiffer hat es schon angedeutet, und mit der künstlichen Intelligenz forschen, auch, dass das wie das Programme sich selbst programmieren oder weiter programmieren können. Also das sind meines Erachtens Momente, wo sich wirklich etwas auftut, das, was für mich irgendwie mit Aufmerksamkeit zu verfolgen ist und was ich nicht, wo ich mich nicht einfach schlicht zurücklehnen möchte, weil ich sehe, dass die jetzt noch gar nichts können. Ich glaube, das ist so meine aktuelle Einschätzung. Markus Christen, Sie befassen sich auch mit technischen, also vor allem auch mit der Hirnforschung. Was haben Sie über den Menschen oder über das Menschenbild gelernt? Ja gut, also wir machen ja keine Roboter, insofern sind die Möglichkeiten, etwas daraus zu lernen, wahrscheinlich beschränkt. Ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen, der auch noch vom Publikum gekommen ist, oder die Frage, ja, wie weit kommen die Roboter, werden sie Dinge tun, die wir nicht tun können, welche sozioökonomischen Effekte hat das und so weiter und so fort. Meine diesbezüglichen Befürchtungen sind zurzeit wirklich, da sind sie gering, weil erstens glaube ich einfach, so wie die Roboter heute gebaut werden, wie man heute damit forscht, wie man versucht, das, was der Mensch tut, zu verstehen und es in die Systeme hineinbringen zu wird. Das ist ein sehr teures Unterfangen. Ich denke, die Systeme sind einfach wahnsinnig teuer. Oder ich habe nicht die Befürchtung, dass wir alle Pflegekräfte durch Roboter ersetzt werden, einfach weil das kann sich niemand leisten. Meine Befürchtung geht in eine andere Richtung. Die haben dann mehr etwas mit jenen Bereichen zu tun, die viel billiger sind. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir sehr viel mehr unsere Austauschprozesse, Informationsprozesse explizieren, oder? Die Daten sind da, sie werden von A nach B geschoben, sie werden gesammelt, sie werden ausgewertet und, und. Und das kann von Systemen gemacht werden, die müssen nicht eine physikalische Realisierung als Roboter haben, oder? Die haben dann mehr, gut, das ist auch die alte Idee, künstliche Intelligenz, aber auch hier kann man die Ideen von Evolution und so weiter und so fort einbauen. Ich meine, Herr Pfeiffer hat das auch erklärt, wie man das auch tut. Und in diesem Bereich habe ich mehr, ja, wenn man als Ethiker offenbar auf die Aufgabe, sich zu fürchten oder zu schauen, wo könnte es gefährlich werden, da sehe ich den Punkt hinzuschauen. Also mehr in der Art und Weise, wie wir eine Gesellschaft mehr und mehr bauen, die all diese Austauschbeziehungen explizit macht, auf Daten basiert. Auf Entscheidungen sollen Daten basiert sein, und dann sind es so viele Daten, die können wir gar nicht mehr auswerten, also müssen wir die Systeme entwickeln, die Daten auswerten, die müssen dann irgendwie auch lernen, und da gibt es ja auch Ansätze, wie man das tun könnte, und die können auch eine Form von Semi-Autonomie erreichen, die nicht quasi physikalisch materialisiert sein muss im Sinn eines Roboters.
und die dann auch schwieriger zu verstehen sind wahrscheinlich, weil sie eben nicht physikalisch auskristallisiert sind. Und da würde ich sehen, da würde ich eher hinsehen. Also bei der Informationstechnologie. Ja, wenn man so ein Wort fassen will, ja. Susanne Zahn, Sie haben mit Robotern zusammengearbeitet. Was haben Sie über den Menschen gelernt und auch der Austausch mit den Wissenschaftlern? Ich möchte vielleicht zuerst noch sagen, was ich von den Robotikern gelernt habe. Ich war absolut fasziniert. Das ist ja war für mich eine komplett fremde Welt. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt vorher. Ist diese Weise, wie ruhig die bleiben, wenn etwas nicht geht. Ne? Und aber im Sprechen immer so sind, also es geht noch nicht. Und wir sind ganz nah dran, ganz nah dran. Und in einer Seelenruhe und das Ding tut nicht und es funktioniert nicht und es ist total anfällig für Störungen. Aber es wird immer so drüber gesprochen, wie wenn das eigentlich nur noch einen Clips away ist, bis es funktioniert. Und ich habe mir ein bisschen vorgenommen, das in mein Leben mitzunehmen, in mein persönliches. Ja, und was ich über den Menschen gelernt habe, das war ja eigentlich die Frage, ist schon auch, was eigentlich schon gesagt wurde von Miriam. Mir war die, ich habe mir so noch nie Gedanken gemacht über diese unglaubliche Komplexität von allem und jedem, von jedem Fingerbiegen. Das fand ich schon beeindruckend. Das Schlusswort Miriam Neithardt, der Regisseurin. Also, wir haben uns ja glücklicherweise nicht mit den wirklich angsteinflößenden Bereichen beschäftigt in unserem Stück, sondern eher mit der Grundlage von Lernen. Und da habe ich natürlich sehr, sehr viel gelernt, auch von dem Sammy und der im Stück mitspielt, der sozusagen, von dem ich auch im Gespräch und in der Auseinandersetzung mit Manfred Hill sowas wie eine Vorstellung bekommen habe, das sind ja sozusagen Bilder, wie sich sowas wie Intelligenz bilden kann. Sozusagen die Frage, bildet sich Intelligenz durch die Erfahrung des Körpers in der Umgebung? Ist das die Grundlage für unsere Intelligenz? Und das ist nicht der Körper, das ist nicht irgendein Rechner, ein Hirn, sondern es ist Erfahrung im Raum eines irgendwie beschaffenen Körpers. Und das finde ich so wunderbar in diesem Semni verdichtet. Und das ist wie ein Bild für eine Art und Weise, uns zu betrachten. Sehr schön. Es ist schon nach 6:30. Ich danke Ihnen fürs Kommen. Wenn Sie noch mit den Podiumsteilnehmern sprechen möchten, sind Sie sich noch einen Moment hier. Und ich möchte Sie noch auf das Theaterstück Ecce Homo hinweisen. Es findet um 8 Uhr im Fabriktheater statt. Ich danke Ihnen fürs Kommen.